Wollen wir uns den allerwichtigsten Satz erstmal aufschreiben, der für unsere Arbeit mit Vorzeichen wichtig ist. So, und zwar der Satz lautet, ein Kreuz macht das Zeichen sofort dahinter, verschiebt eine Note um einen halben Ton Schritt nach oben. So, das steht jetzt hier bei mir auf der Tafel ohne Notenlinien, aber ich halte es hier für sinnvoll, dass ihr diesen Satz tatsächlich direkt unter die von uns gerade aufgestellten Tonleitern schreibt. Einfach einen Satz irgendwo versuchen, da auf die entsprechenden Notenlinien zu bringen. Denn ich finde, der Satz, der jetzt hier steht, der gehört einfach ins Notenheft. Den würde ich nicht ins Schreibheft unbedingt schreiben. Also schreibt diesen Satz ins Notenheft und den folgenden auch noch. Die Note erhält die Endung I, S, also IS. So, soweit erstmal das, was wir tatsächlich als, ja, gröbere Zusammenfassung dessen gesehen haben, ja, was wir jetzt eben den Tonleitern herausgefunden haben. So, und jetzt schauen wir uns einfach mal die Töne an, die es gibt. Die wichtigsten war natürlich unser Fis. Dann haben wir kennengelernt das Cis. Dann haben wir kennengelernt ein Gis. Dann haben wir kennengelernt ein Dis. Das kann ich auch tiefer schreiben, mache ich jetzt nicht. Und dann gibt es noch erstmal eine fünfte, sehr wichtige Note mit Kreuz. Das ist das A. Ist. So, das sind die fünf wichtigen Töne mit Kreuzen. Noch nur fünf. Wir haben doch sieben Töne in der C-Dur-Tonleiter. Wir könnten doch theoretisch, vor allen sieben Tönen ein Kreuz machen. Und warum stehen hier nur fünf? Nun, das ist ganz einfach. Schaut euch bitte mal die Klaviertastatur an. Wenn ich jetzt vor das H zum Beispiel, das steht hier oben ja nicht, ein Kreuz mache, dann heißt diese Note tatsächlich His. Und es ist auch eine real möglich spielbare Note. Sie wird in der Notation tatsächlich auch mal zu finden sein, das H mit dem entsprechenden Vorzeichen, das His. Aber wodurch unterscheidet es sich halt eben von diesen fünf? Nun, wenn ich die Note H einen Halbton höher mache am Klavier, wir sind ja immer so ein bisschen noch in der ganz primitiven Klaviertastatur, dann wird aus dem H ein C und keine schwarze Taste, kein neuer Ton, sondern der Ton, das ist etwas vereinfacht ausgeführt, aber diese Note, dieses His, His 1, würde dann auf dem Klavier die Taste C2 erfordern. Und deswegen kommt sie für uns erstmal in den ersten Jahren des Musikunterrichts so gut wie gar nicht vor. Aber wir merken uns, sie gibt es. Und später, wenn wir uns dann mit etwas komplexeren Musikstücken beschäftigen, wird sie auch mal auftauchen. Genauso wie die Note E ist. Genau wie die Note E ist, eigentlich in den nächsten Jahren nicht auftauchen wird. Obwohl es sie gibt, obwohl sie auch tatsächlich in einer Notation eines komplexen Musikstückes vorkommen kann. Wenn wir sie nicht verwenden, denn wir wissen, wenn wir ein E einen Halbton höher verschieben, dann landen wir auf dem F. Und die F ist bei uns eine weiße Taste auf dem Klavier. Also benötige ich erstmal in den ersten Jahren unseres Musikunterrichts die Note E ist nicht. Die werden aber schon mal vorkommen. So, soweit die Kreuze. Und wenn wir jetzt im Unterricht wären, ich sage das jetzt nochmal, dann würden wir versuchen, halt eben mit diesen schönen neuen Notennamen auch Wörter zu erfinden, die in irgendeiner Weise jetzt tatsächlich beschrieben werden können. Ich hatte euch ja schon gesagt, wenn ich hier Fis habe, dann kann ich hier einen Fisch draus machen. Wenn ich hier
Boah, ich müsste darüber nachdenken. Ne? Eis ist natürlich auch klar, ne? Das brauche ich ja verstehen, das ist ein Wort Eis. Ne? Gut, das machen wir jetzt nicht, weil der Spaß ist erst dann halt eben, dass man sich was überlegt, anderen präsentieren kann. Und die anderen müssen überlegen, was steht denn da jetzt, aber das können wir ja hier leider nicht. Ne? Deswegen, wer aber Spaß an der Geschichte hat, kann sich natürlich das mal selber überlegen. Was gibt es für Wörter, die ich mithilfe dieser neuen Notennamen plus unserer alten CDFGAC-Notennamen bilden kann. Aber vielleicht fällt sich da noch was Schönes ein. Ne? Okay, so, das war's für diese Woche. Zwei neue Tonleitern. D-Dur, E-Dur. Ich hoffe, ihr habt mitgearbeitet. Ihr habt sozusagen zwischendurch diese Aufgaben selber gemacht. Und jetzt die Systematik. Wie sieht das in der Notation aus? Das sind unsere, ich sag mal ganz doof, fünf schwarzen Tasten. Fis, Cis, Gis, Dis, Ais. Das sind zusätzliche Töne mit dem Kreuz, die ich aber nicht verwenden muss, weil sie tatsächlich auf der Klaviertastatur dann einen von meinen sogenannten Stammtönen der C-Dur-Tonleiter entgehen würde. Soweit die Zusammenfassung. Und dann hoffe ich, habt ein bisschen Spaß gehabt. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Und dann werden wir dann auch wieder was Neues kennenlernen. Okay, bis dann mal. Tschüss.